Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute geht es um Höhlen, und zwar das gesamte Inside Star Citizen über. Und dabei werfen wir einen Blick auf die visuelle Erstellung im Hinblick auf Layout, Oberflächentexturen und Beleuchtung. Und das Audio-Team zeigt uns, wie sie die Höhlen mit Geräuscheffekten zum Leben erwecken. Das Schicksal von Star Citizen ist es, stetig zu wachsen. Seien es durch neue Planeten, Monde, Nebel und Sprungpunkte bis hin zu ganzen Sonnensystemen, die unsere Spielgalaxie eines Tages füllen werden. Aber mit dem anstehenden Patch 3.7 gehen wir zuerst unter die Oberfläche, um die Tiefen der Höhlen der Planeten und Monde vom Stanton-System zu erkunden. Deshalb dreht sich im Inside Star Citizen dieser Woche alles um Höhlen und darum, wer welche Aufgaben zu bewältigen hat, um dieses Spielfeature online bringen zu können. Sei mal fröhlicher, Mann. Du bist voll unhappy. Ja, das ist mein Standard. Ja. Okay, ich muss mich auflockern. Cool. Das ist kein Problem. Inside Star Citizen, we were showing. In einem der letzten Inside Star Citizens haben wir uns die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu den Höhlensystemen angeschaut. Diese Phase, inklusive der Erstellung aller notwendigen Assets, ist nun beendet. Auch sind die nötigen Zuarbeiten abgeschlossen und sämtliche Building Blocks zugeliefert worden, also alle Bausteine, die notwendig sind, um diese Höhlen mittels des Layout-Tools nun prozedural erstellen zu können. Übrigens gab es im Mai dieses Jahres ein Star Citizen Live, in dem eine Stunde lang über die Erstellung von Höhlen gesprochen wurde und wo nochmal wesentlich tiefer in den Erstellungsprozess hineingegangen worden ist. Ich hatte das damals exklusiv für meine Unterstützer auf Patreon ausgearbeitet, aber da inzwischen einige Monate ins Land gegangen sind und ich mich eh in 2 Wochen zurückziehen werde, werde ich dieses Video anlässlich des Themas im Anschluss an diese Übersetzung nochmal mit einbinden. Also, nach dem Abspann zum Inside Star Citizen folgt dann noch das Video zum Star Citizen Live vom 24. Mai 2019 mit dem Titel Holes in the Ground. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem aktuellen Inside Star Citizen. Man hat also mit diesem Layout-Tool gearbeitet, demselben Werkzeug, mit dem auch die Rest-Stops im Verse prozedural erstellt werden. Diese Rest-Stops haben den Vorteil, dass sie frei im Weltall schweben. Sie haben keinen Planeten, keine Oberfläche, in deren Kontext sie sich irgendwie einfügen müssen. Im Hinblick auf die Höhlen war es dem entgegen durchaus knifflig, diese mitsamt Höhleneingängen konsistent in die Oberflächenstrukturen einzufügen und dafür zu sorgen, dass die Höhlenstruktur selbst nicht an einer anderen Stelle plötzlich aus der Oberfläche wieder herausragt. Demzufolge benötigte das Layout-Tool zur Erstellung der Höhlenstrukturen mehr Informationen. Deshalb hat man außerdem das Platzierungstool, das Placement-Tool, hinzugezogen, mit dem die planetaren Außenposten im Verse positioniert werden. Das war etwas Zusatzarbeit, aber am Ende hat man es geschafft, dass diese beiden prozeduralen Werkzeuge miteinander arbeiten und glaubwürdige Höhlensysteme erstellen und platzieren. In den Höhlen selbst sind Techpoints, technische Punkte verteilt, an denen zu erntende Entitäten und schürfbare Erze gespawnt werden können. Entitäten sind einfach Objekte im Spiel. Die Höhlen werden also bereits in der ersten Iteration nicht einfach leer, sondern mit ersten Gameplay-Möglichkeiten befüllt sein. In den Höhlen wird der neue organische Shader benutzt, der dem Ganzen noch einen großen Schub an Glaubwürdigkeit der Höhlensysteme verleiht, weil die geologischen Assets qualitativ wesentlich hochwertiger sind durch diese organischen Shader. Eine weitere Herausforderung war, dass die Oberfläche nicht glatt, sondern felsig und ausgewaschen wirken sollte. Dazu musste man diese visuell quasi aufbrechen und mit weiteren grafischen Basiselementen, sogenannten Root Elements, versehen, die mit den bestehenden Grafikelementen zusammengeführt werden. So unterliegen die Höhlen, obwohl prozedural erstellt,
dennoch einer gewissen Designkontrolle. Solche neuen Basiselemente können zum Beispiel Baumwurzeln sein, Glühwürmchen oder von Menschen geschaffene Strukturen, wie sie hier eingeblendet zu sehen sind. And camps that other NPCs left and you are now able to discover that kind of stuff. So sometimes you might even find some dead NPCs. Das schließt übrigens prozedurale tote Menschen ein, die es zu entdecken gibt, wird hier augenzwinkernd ergänzt. Oh, yeah. In the very first couple playtests, we realized. In den ersten Spieltests stellte man fest, dass es wirklich schwer ist, sich in den Gangsystemen zu orientieren. Man hat sich also überlegt, kleine visuelle Ankerpunkte über die Felsstrukturen zu legen, ähnlich der Wurzeln, die wir zuvor gesehen haben, nur in diesem Falle farbig auffälligere Flechten. Diese Flechten sollen als Orientierungspunkte dienen und die Spieler gewissermaßen durch die Höhlen leiten. Die Entwickler erzählen weiter, dass sie eine Menge Zeit damit verbracht haben, in ihren eigenen Höhlen herumzulaufen und sich dabei viele Male selbst verlaufen haben. Insofern hoffen sie, dass Layer wie die Flechten dabei helfen werden, solche Erlebnisse vermeiden zu können. Aktuell wird darauf hingearbeitet, dass Höhlen mit 3.7 veröffentlicht werden können. Die dafür notwendigen Elemente sind soweit fertiggestellt. Aber für die Zukunft gibt es diese riesige Nice-to-have-Liste an Ideen, was man noch alles in die Höhlen einbauen, einfügen möchte. Elemente, die man definitiv bringen möchte, weil sie einfach total aufregend sind. With the tech developed by Patrick and Florian and others on the Planetary Content Team, the process of implementing caves then moves on to designers to create and ensure properly traversable layouts. Als nächstes geht's zu der Art und Weise, wie die Wege durch die Höhlen designt und interessant gestaltet werden. Es wird dabei zwei Arten von Höhlen geben, erforschte und unerforschte. Und eine geheime Variante, über die Stillschweigen bewahrt wird. Die Stimmung in einer Höhle soll dabei sehr bedrückend sein, eng und angsteinflößend, dunkel mit labyrinthartiger Struktur. Wie erklärt, wird zum Erstellen der Höhlen das prozedurale Layout-Tool benutzt. Das bedeutet, dass man ein Set mit Räumen erstellt, ein verbindender Raum, dabei zwei bis drei Verbindungselemente, sogenannte Konnektoren, hat, an die Korridore angebunden, verknüpft werden können. Daran kann die Engine dann automatisch Gänge anfügen oder sie auch einfach mit einem quasi Deckel verschließen. Von so einer prozedural erstellten Struktur kann man dann weitergehen und ein riesig großes Höhlensystem extrapolieren, das man dann immer weiter ausbauen und verschachteln kann. Hinsichtlich der fußläufigen Wege und Korridore ist dabei wichtig, diese mit Gameplay-Elementen zu versehen. Das können zum Beispiel schlicht unterschiedlich große Bereiche sein, bis hin zu sehr engen, niedrigen Abschnitten, durch die man am Boden liegend hindurchkriechen muss. Dabei wird nach jedem Designabschnitt, in dessen Rahmen man die Höhlen erstellt hat, in die Engine hineingegangen, also in das Spiel selbst hineingegangen, um live zu erleben, ob sich das, was man zuvor gebaut hat, sich auch wirklich wie eine Höhle anfühlt. Was ebenfalls berücksichtigt werden muss, ist, dass Höhlen auch geeignet sein müssen für FPS-Kämpfe. Es muss also große Höhlen geben, in denen einige Menschen mehr Platz finden. Auch im Hinblick auf das Schürfen von Erzen mit dem Multitool muss man auf die Verteilung der Ressourcen Acht geben, bis hin zu ganzen Adern, die reich an Erzen und Mineralien sind, für die man aber auch tief in die Höhlen hineingehen muss, um diese zu finden. In den zukünftigen Patches, folgend auf 3.7, werden die Höhlen dann noch erweitert, zum Beispiel um Sinkholes, Sinklöcher, die so groß sind, dass man mit Raumschiffen darin landen kann. Und es wird auch Höhleneingänge geben, die so weit sind, dass man dort mit Fahrzeugen hineinfahren kann. Auch wird es bewohnte Plätze in Höhlen geben, die mit NPCs bevölkert werden, sodass man diese Installationen zum Beispiel für Missionen nutzen kann. Sobald Gareth ein Layout entwickelt hat, das alle Gameplay-Erfordernisse erfüllt, ist es an den Beleuchtungskünstlern, den Lighting Artists, eine Atmosphäre voller Geheimnisse und unbekannter Tiefen zu erstellen. Okay. So just a clap.
Bevor man aber mit der Beleuchtung startet, versucht CRG zuerst herauszufinden, wo die Abschnitte liegen, auf denen der Fokus liegen soll. Hinsichtlich der Höhlen sind das also Ecken und die großen Räume. Die Beleuchtung dient dabei zur Orientierung und als Hinweis, wohin sich der Spieler bewegen soll. Sollen die Spieler nach links gehen beispielsweise, gestaltet man den linken Bereich heller als den rechten. In den Höhlen ist es sehr dunkel. Das macht die Ausleuchtung besonders knifflig, denn auf der einen Seite soll es natürlich möglichst realistisch sein, auf der anderen Seite soll man sich immer noch orientieren können. Und das ist die größte Herausforderung. Eine weitere Möglichkeit der Beleuchtung sind spiegelnde Elemente, wie zum Beispiel feuchte Gesteinsoberflächen. Weitere Parameter, die die Artists beeinflussen können, sind zum Beispiel die sogenannten Fill-Lights, die Fülllichter. Fill-Lights, das ist ein Begriff aus der Bühnen- und Filmbeleuchtung, ein Fülllicht. Das wird verwendet, um den Kontrast einer Szene zu reduzieren, den Dynamikumfang eines Aufnahmemediums anzupassen und so dieselbe Detailgenauigkeit aufzuzeichnen, die das Auge bei durchschnittlicher Beleuchtung normalerweise sieht. Also etwas konkreter gesprochen, CRG setzt spezifische Beleuchtungspunkte im Raum, um uns durch dunkle Bereiche zu führen. Diese Beleuchtungspunkte werfen aber in ihrer spezifischen Position spezifische Schatten, was zu harten Kontrasten in einer Umgebung führen kann. Und um das auszugleichen, werden diffuse Lichtquellen verwendet, um diese Schatten quasi zu füllen und so die Kontraste zu reduzieren. Aber es sind eben auch wieder Lichtquellen, die alles etwas heller wirken lassen. Und diese Fülllichter, wird uns hier im Video erzählt, werden ausgeblendet, sobald wir als Spieler nah genug herankommen. Diese und weitere Tricks sollen die Illusion einer sehr dunklen Umgebung verstärken, obwohl wir nach wie vor Konturen erkennen können, damit alles sehr beengt und beunruhigend wirkt. Tiny and scary kind of feeling. Glowing worms are Glühwürmchen sind wirklich hübsch und sie strahlen etwas Geheimnisvolles aus. Hier arbeitet das Beleuchtungsteam mit dem VFX, dem Team für die visuellen Effekte, zusammen, die diese Partikel in die Umgebung implementieren. Wenn wir uns also tiefer in die Höhlen hineinwagen, werden wir vielleicht derart illuminierte Höhlenabschnitte finden können, was ein sehr schöner Anblick und ein besonderes Spielerlebnis für Spieler ist. Effect and a very special experiment for the players. The flashlight is pretty tricky. Lichtquellen wie Taschen oder Stirnlampen sind ebenfalls sehr knifflig zu implementieren. Aufgrund ihrer hohen fokussierten Leuchtkraft sind die visuellen Kontraste plötzlich weg. Alles wirkt sehr flach, sodass sämtliche Arbeiten des Teams für die Umgebungsgestaltung, dem Environment Team, wie weggewaschen wirken. Aus diesem Grund arbeitet das Beleuchtungs- und das Engineering-Team sehr eng zusammen, um einen Kompromiss zu finden zwischen fokussierter und diffuser Beleuchtung. Ziel ist es, auch wenn man Taschen- oder Stirnlicht aktiviert hat, dass die gewollten Eindrücke eines engen Höhlengangsystems trotzdem bestehen bleiben. Fix. But Arthur's lighting only gets us halfway to where we're going. As creating the proper soundscape is equally as important. Nicht nur die Beleuchtung, auch die Geräuschkulisse ist sehr wichtig für die Gestaltung der Höhlen. Insofern geht es jetzt weiter zum Audio-Team, die uns über ihre Arbeiten am Höhlensystem erzählen. Die Aufgabe des Audio-Teams besteht darin, unheimliche Stimmung zu erzeugen. Dazu wird eine Reihe an Geräuschen für den Soundteppich, für den Klangteppich erzeugt, sowie punktuelle Geräusche platziert, die aktiviert werden, sobald man daran vorbeiläuft. Je tiefer man in eine Höhle hineinläuft, desto intensiver wird die Geräuschkulisse, desto mehr Tropfen hört man, um die unheimliche Atmosphäre zu verstärken. Hier sieht man einzelne Geräuschpunkte, die in einem Gang der Höhle platziert wurden. Eine der Herausforderungen ist es, dass man hier nicht auf die Erfahrungen beim Gebäude- bzw. Raumstationsbau zurückgreifen kann, weil Höhlen einzigartige Formen haben.
Die Geräuschpunkte dürfen deshalb auch nur eine kurze Reichweite haben, damit sie nicht über die gesamte Karte hinweg zu hören sind. Trotzdem ergab sich das Problem, dass sich Sounds überlagern und der Klangteppich insgesamt zu undifferenziert klingt. Man hat deswegen einige höherfrequente Geräusche hinzugefügt, wie Wassertropfen oder herabfallende Gesteinsbrocken. Das verleiht der Atmosphäre etwas mehr Leben. It's one-shots, so like rocks falling and things like that, and water drips in the distance. And it just helps to make the space feel a bit more airy and add a bit of life to the area, while still sounding a little bit creepy. So this is what the caves look like from the outside. Hier sehen wir, wie die Höhlen von außen eigentlich aussehen. Man sieht also nicht viel, bis das Licht aktiviert wird. Hier sehen wir den Basislayer für Räume. Soundquellen und Richtungen sind hier gut zu erkennen. Die Idee dahinter ist, dass sich die Geräusche verändern, je nachdem, wo man sich im Raum befindet. One shots, debris falling, water drips and drone sounds as well. So the idea is when you move around the room, the sound changes because you get closer to these speakers here. So as I go over here, you get less of these ones over here, which would be one shots and drones. Das wirkt jetzt alles sehr abstrakt, aber sobald man sich im Höhlensystem selbst befindet, ergibt alles Sinn. Der Audiodesigner läuft also durch die Gänge und Räume, achtet auf die Geräuschübergänge und entscheidet, ob er zurücklaufen muss, um zu prüfen, ob weitere Änderungen vorgenommen werden müssen. And then decide if I need to go back to the other room system and make any changes to it. One of the considerations. Ein weiteres Thema in Höhlen ist der Hall bzw. Nachhall, der sogenannte Reverb. Hierfür hat der Audiodesigner sein eigenes Reverb-Sample erstellt. Es basiert auf dem Raumsystem, was wiederum die gesamte Höhle umfasst. Im weiteren Verlauf der Entwicklung möchte er das noch granularer gestalten, sodass sich der Nachhall je nach Raum und Gangweite anders anhört und man so eine breite Varianz an Geräuscheffekten erhält. Die nächste Herausforderung kommt auf die Audiodesigner zu, wenn NPCs und Missionsgeber in den Höhlen platziert werden, zum Beispiel im Hinblick auf die Stimmen in den Höhlen und wie die mit dem neuen Reverb-System korrespondieren. Weiterhin sind Auswirkungen durch Einrichtungsgegenstände zu berücksichtigen und noch einiges mehr, was uns bei Zeiten dann vorgestellt werden wird. Das war's mit dem Inside Star Citizen diese Woche. Wie gesagt, nach dem Abspann gibt es noch die Übersetzung, die ich damals für Patreon gebaut habe, zum Thema Holes in the Ground, Star Citizen Live vom Mai dieses Jahres. Ja, ich bin da sehr positiv gestimmt. Das sieht super gut aus, was CIG hier bastelt bei dem Klangteppich, finde ich, das ist zu viel. Aber bisher hat CIG ja auch bewiesen, dass sie häufig dann ein gutes Fingerspitzengefühl haben, um solche Designelemente entsprechend anzupassen, dass es dann auch dem Spielerlebnis zugutekommt. Wer übrigens mal einen Eindruck eines quasi echten Höhlensystems haben möchte, meine Familie und ich, wir waren im Bergwerk Schau ins Land im Schwarzwald und da geht man dann wirklich in so ein Bergwerk hinein und auch in die Bereiche, die wirklich im Mittelalter mit Hammer und Meißel ausgearbeitet wurden und das ist super eng und super niedrig. Man muss da wirklich gebückt durchgehen und stößt überall gegen und selbst unser 12-Jähriger musste sich bücken. Wenn man da klaustrophobisch veranlagt ist, das ist nicht gut. Und da hatten wir dann auch das Erlebnis, dass wir alle unsere Lampen ausschalten mussten. Und ich kann euch sagen, man sieht nichts mehr. Es ist die absolute Schwärze und ein absolut faszinierendes Erlebnis. Und das Einzige, was man tatsächlich hört, ist dieses Fließen von Wasser, das Tropfen von Wassertropfen, was der Audiodesigner hier erzählt hat und natürlich der eigene Atem. Sehr interessante Erfahrung, wer, wie gesagt, kein Problem damit hat, sich 80, 90 Meter unter der Oberfläche in einem Berg zu begeben, eine dreistündige Führung dadurch zu machen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Dann wünsche ich euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Cheers.
Heute geht es im Star Citizen Live, ehemalig Reverse the Verse, um Höhlen. Ja, das wird ein sehr langes Video, wieder mal. Also wieder die Empfehlung, nehmt euch eine Tasse Kaffee, nehmt euch eine Tasse Tee, nehmt euch Kekse oder Chips eures Vertrauens, weil es gibt heute sehr, sehr viel zu sehen und ich dachte, ich lasse es einfach durchlaufen, erzähle dann das, was ich mir notiert habe und unterlege das Ganze mit ein bisschen Musik und dann könnt ihr euch das anschauen und genießen. Wir haben heute zwei Entwickler aus Deutschland, die an diesem Höhlensystem arbeiten. Und die haben ihr Höhlensystem oder ihre Cave-Tech, ihre Höhlentechnologie auf einer Entwicklerkonferenz in Rom vorgestellt. Und das, was sie dort vorgestellt haben, das präsentieren sie uns heute auch in etwas abgewandelter Form. Das heißt, wir kriegen mehr Bilder zu sehen, weniger Tech-Sprech. Am wichtigsten war es, zu Beginn ein Ziel zu definieren. Dafür hat man sich Konzepte erstellen lassen oder selber erstellt. Ich glaube, sie haben sie selber erstellt, um ja, zu sehen, wo man eigentlich hin möchte. Und so ein Konzept sehen wir hier. Es sollte also felsig sein, mit Licht- und Schattenspielen, düster und trotzdem natürlich zu erkennen. Hier ein Video einer sehr frühen Entwicklungsphase. Die Frage war, wie kann das realisiert werden? Welche Optionen gibt es eigentlich bereits, was nicht neu erfunden werden muss, um solche Höhlensysteme zu erstellen? Und die Antwort war natürlich ganz klar, das Layout-Tool, mit dem man auch unter anderem die Rest-Stops erstellt oder auch die planetaren Außenposten. Allerdings sind diese Raumstationen von Menschenhand gebaut und modular, das heißt, es gibt halt Ecken und Kanten, 90-Grad-Winkel, wohingegen Höhlen eher organisch sind und fließende Formen besitzen. Bereits in diesem ersten Test hier wird deutlich, dass man beides miteinander verbinden kann. Hier ein weiterer Test. Man wollte mehr Verzweigungen haben, große Höhlen, kleine Höhlen und ein Aufbau in alle erdenklichen Richtungen. Hier der nächste Versuch, die nächste Version. Die Herausforderungen waren also nicht nur die technischen, sondern auch die visuellen. Das hier ist ein manuell zusammengestellter Höhlenbereich, um zu sehen, wo man eigentlich mit einer prozeduralen Version hinkommen möchte. Hier eine zweite, erweiterte Version in einem eher sandigen Setup.
Wir werden hier noch nichts Hübsches sehen, keine Texturen mit Aha-Effekten, weil an diesem Punkt der Entwicklung das noch keine Rolle spielt. Wenn man beginnt, visuelle Ziele zu verfolgen, verliert man die technischen Ziele aus den Augen, übersieht Glitches, fällt durch den Boden, bleibt hängen und so weiter. Hier sehen wir Assets, die für das prozedurale Layout-Tool erstellt wurden. Genau wie bei den Rest-Stops müssen für das prozedurale Layout-Tool so viele Assets wie möglich erstellt werden. Dann wird ein Regelwerk definiert, das das Layout-Tool nutzt und darauf aufsetzend die Höhlensysteme zusammenstellt. Ziel ist es, dass die Assets selbst auch in verschiedenen Richtungen und Farben gespawnt werden können, sodass keine Höhle der anderen gleicht. Hier ein GIF, eine GIF-Datei, also ein animiertes Bild, die ein Höhlensystem zeigt, das prozedural erzeugt wurde. Es werden also Räume gespawnt, die durch Gänge miteinander verbunden werden. Natürlich wird es später keine 90-Grad-Winkel geben, wie hier zu sehen. Es ging hier lediglich darum zu sehen, ob und wie das prozedurale Layout-Tool funktioniert. Man hat also verschiedene Assets, die auf verschiedene Weisen zusammengestellt und verbunden werden. Der nächste Schritt lässt erkennen, dass man sich einer organischen Struktur nähert, die eher an Baumwurzeln erinnert. Ziel war es hier, zwei Räume zu spawnen, die auf immer unterschiedliche Weise möglichst unterschiedlich miteinander verbunden werden. Die nächste Herausforderung sind Ein- und Ausgänge und die Frage, was funktioniert, wie es sich anfühlt, wie es aussieht. Auch hier sind viele Erkenntnisse entstanden, zum Beispiel im Hinblick auf die Lichtgebung und auf die Größe. Wenn ein Eingang zu klein ist, kommt man mit dem Fahrzeug nicht hinein. Man hat verschiedenste Eingangsmöglichkeiten getestet, zum Beispiel Erdspalten und sogenannte Sinkholes, also durch Absackungen von Erdreich entstandener Löcher, zum Beispiel durch Unterspülungen. So ein Sinkhole ist wesentlich einfacher in einem Planeten zu implementieren als ein Höhleneingang, der auf die Planetenoberfläche quasi aufgesetzt werden muss. Damit einhergehend geht auch die Frage, ob der Arbeitsablauf stimmt oder angepasst werden muss im Rahmen der Entwicklung und Implementierung solcher Höhlensysteme.
Man hat sehr, sehr viele unterschiedliche Eingangsarten ausprobiert, bis hin zu riesigen Baumstümpfen, durch die man in ein Höhlensystem gelangen kann. Zusammen mit den Höhlen gibt es auch recht verrückte Ideen und Möglichkeiten, die sich plötzlich eröffnen, denn zusammen mit der Idee von Flüssen und Seen in Höhlen werden auch Wasserfälle möglich. Als weitere Herausforderung stellte sich heraus, dass die Höhleneingänge genauso diversifiziert sein müssen wie die Höhlen selbst. Was nützen unterschiedlich wirkende Höhlen, wenn der Eingang stets gleich aussieht? Das betrifft nicht nur die Eingänge selbst, sondern auch die Umgebung. Die können sich zum Beispiel gestalten durch Versätze, Versprünge in der Umgebung, Felsbrocken und ähnliches. Hier eine Höhle, die auf Daymar implementiert wurde. Man sieht schon, dass sie nicht leicht zu entdecken ist, aber sich auch in diesem Stadium bereits gut in die Oberfläche einpasst. Hier haben wir eine Höhle, die sehr groß ist. Und um diese Idee ging es auch. Wie groß können Höhlen gestaltet werden und welche Assets benötigt man dafür? Und wie kann man solche Höhlen interessant, anstatt einfach nur leer, gestalten? Man hat hier grundlegende Überlegungen angestellt und mit Lichteinfall und Höhlenstrukturen geforscht. Es gibt eine gigantisch lange Liste an Dingen, die man betrachten und erforschen möchte, die aber in jedem Meeting bewertet und priorisiert wird, diese Liste, damit man zielfokussiert bleibt und nicht verrückt wird in Anbetracht der Masse an Arbeit. Man muss dabei einen Mittelweg finden zwischen visueller Qualität, Diversifizierung der Höhlensysteme und der technischen Machbarkeit bzw. dem Aufwand. Dabei gibt es tausende von Grenzfällen, die sich durch diese komplette zufallsbasierte Erstellung ergeben, die es zu berücksichtigen gilt, wie Höhlen ohne stützende Wände, schwebende Felsen und ähnliches. Bei allen Vorteilen und der Notwendigkeit der prozeduralen Erstellung gibt es also auch Nachteile, denn man muss jedes Ergebnis auf Fehler, wie solche eben genannten, prüfen, ob man irgendwo hängen bleibt, und auch durch den Bodenfels und so weiter.
Hier haben wir einen Raum mit großen Volumen-Assets, die jeweils unterschiedlich angeordnet werden und dadurch hohe und niedrige Decken erzeugen, obwohl es sich um denselben Raum handelt. Hier die nächste Version eines Höhlensystems, das bereits in einem ATV gezeigt wurde. Decke und Boden sind dabei fixiert, sind also nicht veränderbar. Aber was man an Decke und Boden sieht, kann man verändern. Licht kann man verändern, Schattenwurf und Höhen. Hier sieht man das Ergebnis, indem man fertig erstellte Module prozedural zusammengestellt hat. Man kann jetzt beginnen, die Höhlen mit weiteren visuellen Aspekten zu befüllen, um sie so visuell spannend zu gestalten. Die nächste Herausforderung war, es zu ermöglichen, trotz aller interessanten visuellen Gestaltung ein nahtloses Durchgehen zu ermöglichen, dass man nicht ständig Dinge im Weg liegen hat. Das würde entgegen aller visuellen Gestaltung dem Spielspaß entgegenstehen. Selbst in solchen frühen Entwicklungsphasen geht man also immer wieder in die Level hinein, um sicherzustellen, dass das Ergebnis auch spielbar bleibt. Hier ein weiteres Bild aus dem bekannten ATV. Die zuvor skizzierte Problematik im Kopf hat man ein Wegesystem definiert, mittels dessen Definition oder Hilfe das prozedurale Layout-Tool keine Assets auf dieses Wegesystem legt, dem Spieler also keine Hindernisse in den Weg legen darf. Neben dem gibt es Flächen, hier orange, die mit zufälligen Assets befüllt werden dürfen.
Hier sieht man Asset-Themen, aus denen das prozedurale Layout-Tool auswählen kann. Wasser, Stalaktiten, Stalagmiten, Löcher, Steine und so weiter. Wie alles befindet sich auch das hier noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Die Löcher können mit allen Arten von Flüssigkeiten befüllt werden. Über allem schwebt aber immer die Frage des Traversal, des Übergangs, seien es Höhlenein- und Ausgänge oder das quasi Durchreisen, Durchgehen, Durchrennen durch Höhlensysteme. Dafür gibt es ebenfalls spezielle Module. Um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen, ist es aber notwendig, standardisierte Größen zu definieren, damit man diese nahtlosen Traversals ermöglichen kann. Hier hat man Tests durchgeführt, um zu sehen, welche Höhen und ja, in welche kleinen Gänge die Spieler aktuell gehen können, was sie erkunden können, wo die Grenzen sind. Immer in dem Bestreben, eine Mischung aus Spannung, Herausforderung, aber auch Machbarkeit zu erreichen. Hier eine weitere Konzeptarbeit in dem Bestreben, große Höhlen interessant zu gestalten. Man sieht den Pfad, den man begehen können muss, und die Bereiche, die das System oder die Designer befüllen dürfen. Hier sieht man jetzt, wie die zuvor gezeigten Module platziert werden. Und hier nochmal die Felsmodule und die Varianten, die aus einem Asset erzeugt werden können. Im Grunde genommen wirken Höhlen zwar organisch, inzwischen, es bleibt aber dennoch eine Art Lego-Spiel, da man mit diesen Würfeln die Höhlen befüllt. Man bekommt also eine Idee davon, warum die Höhlen immer unterschiedlich wirken werden, auch wenn das Asset im Grunde genommen dasselbe bleibt. Das betrifft das gesamte System. Man stellt Blöcke an Assets zusammen, drückt den Randomize-Knopf und dann wird alles zufällig verändert, obwohl die Struktur dieselbe bleibt. Es ergab sich aber doch ein Problem, denn es ist schlicht unmöglich, für jede Höhle 180 Module anzupassen. Deshalb hat man eine Möglichkeit gefunden, interessante Höhlen mit nur 24 Modulen zu erstellen. Und zwar schlicht dadurch, indem man die Module mit einer noch höheren Varianz gestaltet und sie schlicht in der Größe skaliert. Thank you.
Hier sieht man die Aufteilung in klein, mittel und groß und die jeweilige Varianz eines Assets. Hier eine Höhle, die bereits recht ordentlich aussieht. Das Ergebnis der vielen Iterationsschritte, die wir im Laufe des Videos betrachtet haben. Auch das hier ist noch in der Entwicklungsphase. Man sieht hier viele Platzhalter und es gibt noch viel Forschungsarbeit zu erledigen. Eine Sache von diesen Forschungsarbeiten sind zum Beispiel zu spawnende Gameplay-Inhalte oder auch schürfbare Assets, mineable Assets. Wo werden die gespawnt? Wie viele davon? In welcher Größe? Und so weiter. Hier ein Test mit Wasser, verbunden mit denselben Fragen. Am aktuellen Punkt heute schließt man langsam die letzten Punkte der riesigen To-Do-Liste ab. Das merkt man auch daran, erklären die Entwickler, dass die Fragen der Chefs weniger werden, was ein gutes Zeichen ist. Jetzt geht's nochmal um die Beleuchtung, denn in Höhlen hat man selten natürliche Beleuchtung. Dennoch dachten sich die Entwickler, dass man durch organische Beleuchtung, wie hier zu sehen, eine interessante, spannende Spielerfahrung erzeugen kann, weshalb man auch hier eine Menge Denkarbeit investiert hat. Welche Lichtquellen könnte es geben? Was erzeugt sie? Wie sehen sie aus? Hier ein weiterer Test einer Eishöhle, also einer Umgebung, die sich allein durch die visuelle Gestaltung kalt anfühlen soll. Und hier das Gegenteil, eine Höhle, die sich eher in Richtung eines Geysirs oder eben wasserwarm anfühlen soll, gestaltet durch die Dampfschwaden, die auch teilweise durch die Höhle ziehen. Und hier eine Höhle mit besagter organischer Beleuchtung. Es soll sich um Würmer handeln, die an der Decke hängen und wie Glühwürmchen leuchten. Klar. Wirkt das jetzt mehr wie ein Fantasy-Spiel, sagen die Entwickler, aber sie denken trotzdem, dass es sich gut ins Spiel einfügen könnte. Alles in allem sieht es schon gut aus, aber man sieht natürlich noch überall Whitebox- und Platzhalterflächen, sprich, man befindet sich immer noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Hier sieht man eine Höhle mit Assets, die schon recht weit fortgeschritten sind, also sowohl die Höhle als auch die Assets.
und die Texturen auch gut aussehen. Licht- und Schattenwurf hat man mal richtig implementiert, um eine Idee davon zu bekommen, was uns am Ende dieser Entwicklungsreise erwarten wird.